So, da sind wir zurück. Ich habe jetzt mal ganz kurz auf der Insel da ein paar Bäume abgeerntet. In der Hoffnung, dass das reicht für hier unten, denn so viel brauchen wir ja zum Glück nicht. Wow. Das ist der Crafting Table. Vier Stück haben wir zusammenbekommen. Ich würde sagen, der war tot. Au! Ich muss ganz kurz regenerieren. Aber wir haben immerhin schon mal ein bisschen was. Das ist nice. Ey, du willst mich doch verarschen. Geht das so los wie im Vanilla-Projekt? Das wollte ich jetzt nicht. Aber... Oh, wir haben Schwamm. Ist der schon... Der ist feucht. Scheiße. Oh, jetzt leck mich doch am Hintern hier. Oh! Okay, ich wusste gar nicht, dass der Hammer die Abbaulähmung neutralisiert. Ich glaube, hier machen sich die Schuriken auf jeden Fall besser. Ja gut, wenn er das neutralisiert, dann... War es umsonst, dass ich die Ohmgott mitgenommen habe? Arschloch. Wo bist du denn? Da. Könnt mir mal in die Kommis schreiben, ob ihr das wusstet, dass der Hammer von Tinkers die Abbaulähmung neutralisiert. Ich wusste das natürlich nicht. So. Ah, okay, aber hier ist dann wieder das Problem, hier wird es nicht neutralisiert. Interessant.
Das kann erst einmal alles da rein. Ich muss ganz kurz was futtern. Der kam von da hinten. Irgendwie gibt es hier unter Wasser einen kleinen, ja. Wie nennt man das? Einen kleinen, Zeitdelay. Wenn ich die Schuriken werfe. Baudämmung ist mir gerade so was von Schnurzpieps egal. Hab dich gesehen. Ja, so einfach geht das, einen Tempel leer zu räumen. Das hätte man damals im Vanilla-Projekt echt gut gebrauchen können. Hier noch ein bisschen was abernten. So, da wollen wir mal lunzen. Wie viel haben wir denn? Echt? Ich glaube, wir holen uns noch ein bisschen was. So, wow, jetzt habe ich mich selber mit den Schuriken getroffen, ernsthaft. Wow. Komm her.
Ja, ein bisschen was geht noch, würde ich sagen. Wow. Aber soweit ich weiß, ist das die Ecke, wo es die Schwemme gibt. Da ist schon wieder so ein Boss. So, damit ich ein bisschen Luft habe. So, der nächste Boss ist down. Nee, dahinter gehen wir nicht. So, ein bisschen frische Luft schnappen hier. Oder auch nicht. Ich glaube, das müsste aber schon reichen, was wir hier haben. Jo, dann einmal home. So, die Kuh behalten wir hier drinnen. Die Abbaulähmung süffeln wir uns ganz schnell weg. Und jetzt haben wir ein Problem. Der Grinder ist noch in Betrieb. Uff. Kann man das auch hier reinmachen? Natürlich nicht. Kann man das da reinmachen? Nein. Factorizen Split. Haben wir das Teil? Ich glaube nicht. Wie wird denn der gebaut? Lecomio. Dann haben wir noch nicht mal ansatzweise angefangen. Ach du Heimatland. Aber hier, Moment mal, da haben wir doch noch ein bisschen was. Ich brauche 56. Kian. Und das haben wir Kian. Nö. Warum auch?
So, wir haben gesagt 56. So. Moment. Sechsundfünfzig. Hallo? Da. Ja gut, fehlt ja nicht mehr viel. Einmal dahin. Das und das. Das war der falsche Backpack. Das, dann der Hammer, dann der eine Ring, der glaube sogar noch aktiviert ist. Nein. Da war ein Milcheimer. Das kam dahin, das kam dahin und das kam hierhin. Das kommt standardgemäß dahin. Und das hier. Okay. 56. Dann brauche ich noch dieses Die. Tier 3. So. Hallo? Kann ich das irgendwie per Farbe so mal zu sehen bekommen? Da. Blau und grün. So. Blau und grün. Ja, hätten wir noch mal zwei Stück. Ui, das war's dann aber auch schon. Das heißt, ich werde offscreen dort hinten noch ein bisschen abfahren. Und wenn wir dann genug haben, gehen wir auf den Voidminer Tier 3. Wenn euch die Folge bis hierher gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da, allgemein schon für den YouTube-Algorithmus. Und schreibt mir gern Kommentare und ja, wir sehen uns zur nächsten Folge.